Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Führerscheinumtausch jetzt noch einfacher. Weihnachtswunder, dritte Auflage in den Startlöchern und Mokka Edel am Republikgeburtstag. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Liebe Zuschauer, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Tag aktuell vom Mittwoch. Behördengänge sind ja für die meisten Menschen ein notwendiges Übel. Viele sind beispielsweise auch beim Führerscheinumtausch davon betroffen. Auch im Landkreis Zwickau ist es notwendig, den alten rosa oder grauen Lappen umzutauschen. Wie das den Bürgern im Landkreis jetzt durch ein gemeinsames Projekt des Landkreises Zwickau und der Sparkasse Zwickau erleichtert wird, das haben wir uns am gestrigen Dienstag einmal angeschaut. Die Sparkasse Zwickau und der Landkreis haben sich dafür nämlich etwas ganz Besonderes ausgedacht und gleichzeitig einem alten Bus neues Leben eingehaucht. 2021 waren wir in der Führerscheinstelle schon mal zu Ort und da wurde eine tolle Sache eingeweiht, die heute ihre Fortsetzung findet. Ja, wir haben damals den Selbstbedienungsterminal, den Capture, eingerichtet, wo es also möglich ist, dass der Bürger nur einmal zur Führerscheinstelle oder eben ins Landratsamt muss, um dann eben gleich vor Ort biometrische Foto machen lassen kann, Unterschrift, dann geht das in Echtzeit zum Bearbeiter und auf Wunsch kann der Führerschein dann nach Hause geschickt werden von der Bundesdruckerei. Und wir sind ja jetzt in der Zeit der Pflichtumtausche für Papierführerscheine. Das muss bis Januar 25 abgeschlossen werden. Das erste Jahr lief sehr gut an. Da haben wir also bis 10.000 Führerscheine umgetauscht. Und jetzt sind die Jahrgänge 65 bis 70 dran, also die Geburtsjahrgänge. Und wir haben jetzt gemerkt, dass schleppt sich. Also wir haben Werbung gemacht, auch in den sozialen Medien etc., in unseren Landkreisnachrichten etc. Und wir haben aber gemerkt, viele Berufstätige sind halt unterwegs und haben das vielleicht noch nicht so verinnerlicht. Und wer aber eben dieses Jahr von den genannten Jahrgängen den Führerschein nicht umtauscht, ist dann, und das möchten wir alle nicht, ohne gültigen Führerschein unterwegs. Und da droht ein Bußgeld, wenn man von der Polizei angehalten wird. Deswegen haben wir uns überlegt und hatten den wunderbaren Bus von der Sparkasse Zwickau, den ich schon früher als früherer Mitarbeiter der Sparkasse Zwickau so ein bisschen im Auge hatte, gefragt, ob der zur Verfügung steht. Ich bin immer jeden Tag dran vorbeigefahren, habe gesehen, Mensch, den wollte ich eigentlich schon immer auch mal fahren. Ne? Und dabei ist die Idee entstanden, und es gibt in Deutschland einen Landkreis, den Main-Kinzig-Landkreis, der sich so ein Umtauschmobil neu angeschafft hat, natürlich sehr viel dafür auch bezahlt und investiert hat. Und da habe ich gesagt, das könnte man auch ein bisschen kostengünstiger gestalten, haben bei der Sparkasse nachgefragt, haben den Bus bekommen, machen gemeinsam auch für uns und die Sparkasse natürlich Werbung, fahren damit jetzt zu allen 33 Städten und Kommunen, bieten das an. Die Bürgermeister wurden informiert, machen auch alle mit, stellen uns einen Platz zur Verfügung, einen Stromanschluss und auch mal eine Tasse Kaffee für die Mitarbeiter, die ja heute einmal in der Woche hier im Bus dann den Service am Bürger verbringen. Und vor allen Dingen, das ist schon sehr gut angenommen worden. Wir haben ja diese Online-Tool-Vergabe, das heißt, die Termine können sich ja vorher schon telefonisch oder über Internet geholt werden. Und es ist weitestgehend in einigen Kommunen teilweise auch schon ausgebucht. Danke an die Bürgermeister, dass sie die Werbung gemacht haben dafür. Und wir wollen alle 33 Städte und Kommunen in den nächsten Monaten anfahren. Und deswegen war jetzt auch Zeitdruck ein bisschen angesagt, um das jetzt auch innerhalb von kurzer Zeit, da bin ich stolz drauf, dass also unsere Landkreisverwaltung innerhalb von 2 Monaten das Projekt jetzt auf die Straße bringen konnte. Neben dem Landkreis Zwickau ist natürlich die Sparkasse Zwickau als Marktführer im Privatkundengeschäft Unterstützer des Projektes. Der alte Sparkassenbus ist nun ein mobiles Verwaltungsbüro, welches den Menschen den Umtausch ihres alten Lappens um einiges erleichtert. Ja, das ist richtig. Wir nutzen unseren alten, in Anführungsstrichen, Sparkassenbus nun gemeinsam und für eine gewisse Zeit, erstmal so 1-2 Jahre, denke ich, wir probieren das einfach mal aus, wird der Landkreis unseren Bus nutzen, um den Führerscheinumtausch in allen Kommunen des Landkreises in diesem Bus möglich zu machen, mit all der Technik, die man dafür braucht, die auch so stationär beim Landratsamt vorhanden ist.
Das ist natürlich eine schöne Sache, gerade für diejenigen, die vielleicht nicht so mobil sind. Denn wir haben es ja gehört, es geht ja jetzt die Jahrgänge ab 1965 los. Es gibt ja doch den einen oder anderen, der sagt, möchte nicht unbedingt hinfahren. Und das ist natürlich am Ende ein Mehrwert für die Bürger des Landkreises. Absolut. Und da deckt sich es auch wieder mit unseren Sparkasseninteressen. Wir sind für die Region da, für die Menschen in der Region. Und wenn wir auf kommunaler Ebene helfen können, tun wir das natürlich gerne. Und ich glaube, dies ist ein guter Beleg dafür, wie das funktionieren kann. Dann werden wir den Start jetzt verfolgen und werden dem Landrat noch hinterherfahren, ob er auch gut ankommt und wie die Leute ihn in Hartmannsdorf empfangen. Lieben Dank. Bestimmt toll. Da bin ich ganz gespannt. Symbolisch überreichte Andreas Fuhrmann den Schlüssel des Sparkassenbusses an Landrat Carsten Michaelis und dann ging es für den alten neuen Bus auch schon zur Jungfernfahrt nach Hartmannsdorf. Carsten Michaelis übernahm natürlich selbst das Steuer. Angekommen in Hartmannsdorf wurde der Bus von den Vertretern der Presse, vom Bürgermeister der Gemeinde Christfried Nikolaus und der Landtagsabgeordneten Kerstin Nikolaus in Empfang genommen. Während die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Bus betriebsbereit machten und die Technik im Inneren vorbereiteten, haben wir uns einmal kurz mit den beiden unterhalten. Ich würde mal sagen, uns hat es schon Spaß gemacht, heute diesen Eyecatcher, diesen Bus zu sehen. Und Kerstin Nikolaus, das zeichnet uns doch im Landkreis aus, dieses Zusammenstehen, um die Ecke denken, Ideen haben. Ja, auf jeden Fall. Man muss ja flexibel sein. Ne? Und wenn man sich nur stark auf die Landkreisverwaltung zurücksetzt, indem man sich ins Amt setzt, was ja wichtig ist, keine Frage. Ne? Aber sag ich mal, diesen aufsuchenden Dienst, das finde ich natürlich wirklich klasse. Und es wird auch gut angenommen. Wir haben geworben. Und sind ja auch die Termine so gut wie ausgebucht. Und es werden auch noch mal Leute so einfach vorbeikommen. Ne? Genau, es wird niemand weggeschickt. Nein. Und ich denke, das wird gut funktionieren. Christfried, wir haben es heute gesehen. Du hattest das Handy schon am Ohr und du hast mir erzählt, ja, die Leute rufen an, die wollen heute unbedingt noch tolle Sachen, auch für ihren Ort, wo der Startschuss praktisch gegeben wird. Ja, also wir wollen ja bürgernah sein und das Angebot, was der Landkreis gemacht hat, ist wirklich ein absolutes Novum und bürgernahes Angebot. Da kann man nur sagen, Dankeschön. Und natürlich unterstützen wir das als Gemeinde sehr gern. Und wir haben gemerkt, wir haben das ordentlich beworben in sozialen Medien und allen Kanälen, die wir haben. Und ich habe ganz viele Anrufe gehabt auf dem Handy. Habe ich ganz viele Nachrichten bekommen und es haben sich Leute angemeldet und das werden wir heute sehen. Die kommen heute hier vorbei und können dann ihren Führerscheintausch hier beantragen. Und da freuen wir uns, dass wir solche bürgernahen Angebote hier auch anbieten können bei uns im Landkreis und unterstützen können, vor allen Dingen auch als Kommune dann. Also ich denke, wir werden es verfolgen. Wir werden heute hier in Hartmannsdorf mit starten und dann werden wir sehen, wie es 2025 aussieht. Aber ich denke, mit so einem Ding kann man schon was bewirken. Genau. Wir sind dann ja im Prinzip einmal in allen 33 Städten und Kommunen durch und werden dann sehen, wo noch Bedarf ist, dass man dann zu der einen oder anderen Kommune noch mal einmal hinfährt. Wir sind einmal in der Woche mit dem Mobil unterwegs und das kann man sich ja dann in etwa abschätzen. Dann haben wir noch hinten raus ein bisschen Puffer und schauen dann, wie man das anpassen können. Und wir haben noch andere Ideen, wie wir dieses Mobil dann auch für andere Dienstleistungen am Bürger nutzen wollen für die Zukunft. Trotzdem ist es ja für unsere Zuschauer eine Herausforderung. Ich wusste auch nicht, das Inventar muss praktisch immer wieder ausgebaut und wieder neu eingebaut werden. Ja, das ist ja eine fahrende Sparkassenfiliale, wenn man so will. Da musste ein bisschen was verändert werden und vor allen Dingen dieser Capture, der ist aber mobil, da wurde ein schlichter Holztisch errichtet. Das muss noch nicht alles neu und perfekt sein, aber das erfüllt seinen Zweck und haben alle an einem Strang gezogen, da freue ich mich ganz besonders drüber. Fast wie gerufen kam dann auch schon die erste Bürgerin, die sich angemeldet hatte, um ganz einfach ihren alten Führerschein umzutauschen. Ich heiße Barbara Münch und bin eigentlich schon über die Zeit, deswegen habe ich mich als Erste gemeldet und durfte hier auch antreten als Erste. Tolles Angebot. Ja, sehr, sehr, habe ich mich gefreut. Wir hatten einen Trauerfall, wo eigentlich ich hätte schon längst gewechselt sein müssen mit der Fahrerlaubnis. Und jetzt nehme ich das so in Anspruch nachträglich. Zu so einem Termin mitzubringen sind natürlich der alte Papierführerschein, ein gültiges Ausweisdokument und ein altes biometrisches Passbild. Ein digitales Bild kann auch gegen eine Gebühr von 6 Euro mit dem Speed-Capture-Gerät vor Ort erstellt werden. Wer sich weiter über den mobilen Führerscheinumtausch und die Stationen des Sparkassenbusses informieren möchte, findet im Internet unter www.landkreis-zwickau.de alle Informationen und kann dort auch gleich online einen Termin vereinbaren. Somit ist diese Zusammenarbeit des Landkreises Zwickau und der Sparkasse Zwickau wieder ein gelungenes Projekt, was den Bürgerinnen und Bürgern die Behördengänge zum Führerscheinumtausch nun um einiges erleichtert.
Werbung. Willst du hoch hinaus? Dann komm zur Allianz. Wir gestalten die Zukunft und engagieren uns für die Gesellschaft. Bei uns kannst du ein duales Studium absolvieren, eine Ausbildung zum Kundenbetreuer oder Spezialisten starten und dich zum Vertreter oder zur Führungskraft entwickeln. Wir, die Geschäftsstelle Zwickau, bestehen aus 124 Vertretern und 24 Kundenbetreuern. Freiheit steht bei uns an oberster Stelle. Von flexiblen Arbeitszeiten über die Möglichkeit, teilweise im Homeoffice zu arbeiten, bis hin zu unbefristeten Arbeitsverträgen. Beim Marktführer und einem der besten Arbeitgeber Europas wird dieser Traum Wirklichkeit. Mit dem Messkin kann ich ganz genau sehen, wie ich meine Fortschritte im Sportpark erreichen kann, nach und nach immer besser. Erleben Sie spannende Einblicke in die Zwickauer Kulturszene zur Museumsnacht am 21. Oktober. Kunst, Kultur, Musik und Geschichte. Jetzt schnell Karten sichern. Alle Infos unter zwickau.de/museumsnacht. Die Museumsnacht am 21. Oktober wird unterstützt von der KMS Kraus Partnerschaft MBB und der Zwickauer Energieversorgung. Wow, so einfach ist das. Eine richtig tolle Wohnung und eine Ausstattung, die wir aussuchen konnten. Genau die Küche, die tollen Fliesen an der Wand, eine richtig schöne Dusche. Und das nur für ein paar Euro mehr im Monat. Wenn alles so einfach wäre, dann müsste sich die Steuererklärung selber ausfüllen, es nie mehr Bad Hair Days geben, Kaffee nie kalt werden, man nur nette Verwandte haben und immer Grünphasen auf dem Weg. Man müsste sich beamen können und Zeitreisen wären möglich. Wow. Sie müssen nur noch unterschreiben. Bestimme deine Miete und Ausstattung selbst mit dem Mietkonfigurator der GGZ. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Während viele Menschen bereits auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken für ihre Lieben sind, gibt es andere, die schon wieder ein Event vorbereiten, welches in diesem Jahr bereits zum 3. Mal an den Start geht. Die Rede ist vom Zwickauer Weihnachtswunder. Nicht wissend, wie groß der Zuspruch sein würde, haben sich vor 2 Jahren einige Geschäftsleute mit Freunden gefunden, die etwas für die Außenseiter der Gesellschaft tun wollten, ihnen und auch den Tieren eine Freude zum Weihnachtsfest machen möchten. Das Konzept ging auf. Nach 2021 kamen immer mehr Unterstützer dazu, die auf das Gelände des Gasthofes zum Vogelsiedler kamen und die Initiative mit Geld oder Sachspenden unterstützt haben. 2022 platzte das Areal dann fast aus allen Nähten. Es gab glückliche Kinderaugen und auch die Tiere wurden bedacht. Auch wenn es für Weihnachten 2023 zum Weihnachtswunder schon zahlreiche Sponsoren und Unterstützer gibt, gerne können noch Spenden abgegeben werden. Die Initiatoren freuen sich über gut erhaltene gebrauchte Kleidung, neue Pflegeprodukte, Tierfutter oder neues Spielzeug. Auch Gutscheine sind willkommen.
Ebenso werden Spenden für die Tombola, deren Erlös an soziale Einrichtungen geht, benötigt. Außerdem freut man sich über Lebkuchen, Schoko-Weihnachtsmänner und andere weihnachtliche Leckereien. Weitere Informationen gibt's im Netz unter dem Stichwort Zwickauer Weihnachtswunder. Abgegeben werden können Spenden bereits morgen in der Zeit von 15 bis 18 Uhr am Gasthof zum Vogelsiedler im Lerschenweg 60. Der nächste Termin ist dann der kommende Sonntag in der Zeit von 10 bis 13 Uhr. Die Initiatoren freuen sich wieder auf zahlreiche Unterstützer und Spenden. Dann wird es zur dritten Auflage des Weihnachtswunders sicher wieder solche emotionalen Bilder geben. Hätte es 1989 nicht die politische Wende gegeben und die DDR würde es heute noch geben, dann hätten wir am 7. Oktober, also Samstag letzter Woche, den 74. Republikgeburtstag gefeiert. Viele Kinder des Arbeiter- und Bauernstaates hören heute noch gerne die Musik, die in den Clubs der Muldestadt wie zum Beispiel in E5, im Vaterland in der Hauptstraße oder im Airport gelaufen ist. Dafür gab's am letzten Samstag bei Mokka Edel wieder mal Gelegenheit. Die Idee, solch eine Ostrock-Revival-Party zu etablieren, hatten vor 5 Jahren DJs, die damals für beste Unterhaltung sorgten. Auf offene Ohren stieß man in der Villa Mock. Somit ging die Erstauflage 2018 an den Start. Seitdem geht das Event mit einmaliger pandemiebedingter Pause jährlich an gleicher Stelle über die Bühne. Aufgelegt hat jedes Jahr ein Urgestein der Zwickauer Disco-Szene, Dead Fischer. Ja, freuen tue ich mich ganz sicher, das ist keine Frage. Und es ist auch schön, dass es gehalten hat über die Corona-Zeit hinweg. Und es erinnert natürlich an die alte Zeit, aber die alte Zeit kann man ja nicht wiederholen. Aber es ist trotzdem schön, was wieder für Titel heute zugehört. Und du hast ja heute einen Partner an die Seite genommen, Matthias König, der das sicher auch recht gut macht. Ja, sicher, klar. Keine Frage. Er ist ja beim Vogtlandradio und der macht das gut und wir harmonieren zusammen einigermaßen. Und so kommen wir auf die Titel halt. Über die Jahre erhielt er auch immer mal Unterstützung durch ehemalige Berufskollegen, so wie im letzten Jahr von Steven Simon. Natürlich war Dead Fischer auch bei der diesjährigen Auflage wieder mit am Start. Dann wagten sich die Ersten auf die Tanzfläche. Das Charmante an der Villa Mock, da gibt es eine Terrasse, auf der man jenseits des Trubels verweilen kann. Ja, heute Nachmittag haben wir uns noch zum Volksfest, Herbstvolksfest getroffen. Genau. Kerstin, du bist heute mit deiner Freundin wieder hier, die 5. Auflage von Mokka Edel. Ihr freut euch? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist immer eine ganz tolle Veranstaltung, weil bisher immer ganz gemischtes Publikum war, was das Schöne ist, von jung bis mittelalt und älter. Und Musik kommt, die man sonst ja gar nicht mehr so häufig irgendwo hört. Und das eigentlich immer bisher eine sehr, sehr schöne Veranstaltung war. Also wir mögen es sehr. Ja. Ja. Und wir hoffen, dass noch ein paar mehr Leute kommen. Hoffentlich. Hoffentlich. Ja. Der Fischer legt ja immer auf. Dieses Jahr hat er Unterstützung von Matthias König und es ist jetzt nicht dieses Ranking, sondern es wurden die besten Titel eigentlich ausgesucht. Findet ihr das gut? Ja, das finde ich super. Na, mal gucken, was da so zusammenkommt. Zugegeben, es waren bei der diesjährigen Auflage von Mokka Edel nicht so viele Gäste wie in den Jahren zuvor gekommen, aber diejenigen, die da waren, fühlten sich wohl.
Am kommenden Samstag klackern in der Herbertstraße in Zwickau-Planitz die Sprühdosen. Den ganzen Tag über werden Sprayer aus Zwickau und der Region die Mauer unterhalb der Martin-Luther-Grundschule bunt gestalten. Die Fläche soll fortan für Graffiti-Sprüher unter Einhaltung festgeschriebener Nutzungsbedingungen frei zugänglich sein. In der Vergangenheit wurden durch die Stadtverwaltung Zwickau bereits 5 Orte zum freien Sprühen ausgewiesen. Die Schaffung von Freiflächen für Graffiti ist ein Teil der Präventionsstrategie gegen Vandalismus und lästige Schmierereien, soll aber zum anderen auch einen Raum für Kreativität und urbane Kunst schaffen. Offiziell eingeweiht wird die Graffiti-Freifläche in der Herbertstraße in Zwickau-Planitz um 16 Uhr gemeinsam mit der Baubürgermeisterin Silvia Queck-Hähnel bei einem kühlen Getränk. Das nunmehr bereits 9. Lions-Benefiz-Golfturnier in Zwickau ist schon eine Weile Geschichte, doch die Wirkung entfaltet sich erst seit wenigen Tagen. Denn mittlerweile sind alle Organisationskosten beglichen, Spenden gezählt und ein großer Scheck konnte übergeben werden. Über stattliche 7.000 Euro darf sich das Theater Plauen Zwickau freuen. Genauer gesagt geht der Betrag an die wertvolle Arbeit der Theaterpädagogik, dem Jugendtheater Plauen Zwickau. Verwendung finden wird der Erlös vor allem für das Schultheatertreffen im Frühjahr 2024 und das ganzjährig angelegte Projekt Jups Mobil. Wir kommen zu euch. Ob und wann es im kommenden Sommer eine Neuauflage gibt, entscheidet sich in den nächsten Wochen. Werbung. Tiefkühl. Das ist, wenn du auf. Was gibt's zu essen? 500 Antworten hast. Wenn du nie wieder Zwiebeln schneiden musst. Wenn du nach Feierabend Chef de Cuisine wirst. Wenn du frische Croissants da hast, ohne das Haus zu verlassen. Wenn Kochen so einfach wird, dass alles klappt. Naja, fast alles. Und dein Einkauf wird dir mit einem Lächeln gebracht. Das ist Tiefkühl. Bofrost. Neu bei TV Westsachsen, Laufwerk Zwickau. Von Hand für den Fuß. Die Gesundheitshandwerker kümmern sich um ihre Fußgesundheit. Laufwerk aktuell, jetzt bei unserem Programm. Aus meiner Sicht macht die Allianz besonders attraktiv die verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten an den verschiedensten Standorten in den verschiedenen Bereichen und das weltweit. Die Karrieremöglichkeiten sind fast unendlich, sage ich mal, und das macht es außerordentlich attraktiv. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung. Alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Musik.
Ging das zu schnell? Mit Turbospeed ins Internet. Wir verbinden euch leistungsstark und stabil. Auch im Kombipaket mit Festnetz und HDTV. Jetzt zum Testsieger wechseln und 10 Monate gratis sichern. Auf pure.com. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Morgen erwartet uns ein durchwachsenes Wetter. Bei Tageshöchstwerten von gerade einmal 17 Grad wird es den ganzen Tag über regnen. Der Freitag beginnt mit vereinzeltem Niederschlag und bei einem böigen Wind. Am Nachmittag kreist der Himmel auf und die Sonne lässt sich blicken. Wir erzielen Höchstwerte von 24 Grad. Der Start ins Wochenende gestaltet sich dann recht durchwachsen. Nur am Vormittag lässt sich mal kurz die Sonne blicken. Im Tagesverlauf verdichten sich die Wolken und es kommt zu mehr oder weniger ergiebigen Regenschauern. Am Sonntag liegen die Maxi-Werte nur noch bei mageren 11 Grad und es gibt einen Sonne-Wolken-Mix. Mit Niederschlag ist eher nicht zu rechnen. Liebe Zuschauer, wir sind am Ende der heutigen Sendung angelangt. Das war tagaktuell für die Wochenmitte. Ich bedanke mich fürs Einschalten, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Und nochmal als Hinweis, all unsere Sendungen und Beiträge können Sie natürlich auch nochmal online nachschauen. Entweder auf www.westsachsen.tv oder auch auf unserem YouTube-Kanal TV Westsachsen. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.